Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Ich habe ziemlich lange rumgerätselt, wie ich dieses Referat ganz clever angehen kann, weil viele von uns oder viele von euch haben sicher schon das eine oder andere gehört oder gelesen zur russischen Revolution und wie ich ganz ausgeklügelt irgendeine Feinheit rüberbringen kann oder so. Und habe den Kopf zerbrochen und irgendwann bin ich drauf gekommen, das geht nicht. Man muss mit den Grundlagen anfangen, sonst kann man gar nichts erklären. Also mache ich das. Die russische Revolution von 1917 war, wie gesagt, das erste Mal, dass die Arbeiterklasse in einem Land den Kapitalismus abgeworfen hat, selber die Macht übernommen hat und damit begonnen hat, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und es ist bis heute das einzige Mal, dass das passiert ist. Der Kapitalismus ist in einigen Ländern abgeschafft worden. Es gibt auch die Revolution in China. Es gibt heute noch Länder, in denen die kapitalistischen Gesetze nicht wirken. Oder zumindest teilweise, so wie Kuba oder Nordkorea oder so. Aber die russische Revolution ist trotzdem bis heute einzigartig in dem, dass tatsächlich die Arbeiterklasse selber die Macht übernommen und ausgeübt hat, nämlich über die Sowjets. Und auf die werden wir dann noch eingehen. Und möglich war das nur, weil das russische Proletariat sich eine Partei geschaffen hat, die Bolschewiki, als Werkzeug, um das tun zu können. Leo Trotzki hat 1924 einen Text geschrieben, namens Die Lehren des Oktober, wo er argumentiert, dass man die Oktoberrevolution unbedingt studieren muss, in Russland. Und das ist ein bisschen komisch, oder? Weil 1917 ist da noch nicht so lange her gewesen. Die meisten Leute, die politisch aktiv waren, waren aktive Teilnehmer dieser Revolution. Und die russische Revolution war das Leuchtfeuer für die Arbeiterklasse in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt, die das mitgekriegt haben. Und damals gab es so ein Sprichwort in der Arbeiterbewegung, überall, wir müssen lernen, wie man mit den Herrschenden Russisch spricht. Also es so machen wie die Bolschewiki in Russland. Aber diese zentrale Lehre der Oktoberrevolution, dass es eben eine Partei wie die Bolschewiki braucht, war noch nicht in Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung übergegangen. So revolutionäre Bewegungen und Situationen gab es nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa. Aber im Gegensatz zur russischen Revolution sind sie alle gescheitert, auf kurz oder lang. Allein im Jahr 1923 hätte die Arbeiterklasse in Bulgarien und vor allem in Deutschland die Macht übernehmen können. Aber die Arbeiterparteien, die Werkzeuge, die sich die Arbeiterklasse in diesen Ländern geschaffen hat, waren nicht up to the task. Und es ist auch heute, 2023, 100 Jahre später, in dieser Hinsicht immer noch so, dass wir keinen Schritt weitergekommen sind. Russland bleibt das einzige Beispiel dafür. Und darum müssen wir studieren. Also schauen wir uns mal an, wie es war in Russland. Zuerst einmal muss man sagen, dass die Bedingungen 1917 in Russland natürlich in vielerlei Hinsicht ganz anders waren als bei uns. Und tatsächlich ganz anders als in vielen Teilen der Welt, auch damals. Seit 3 Jahren, im Jahr 1917, verwüstet der Erste Weltkrieg ganz Europa. In Russland herrscht eine absolute Monarchie mit dem Zaren an der Spitze. Der Großteil der Bevölkerung besteht aus Bauern, die in extremer Rückständigkeit leben. Zu einem großen Teil. Es gibt kaum politische Freiheiten, es gibt Zensur. Am Land herrschen die Großgrundbesitzer. Es war also ein bisschen anders, als es heute bei uns ist, könnte man so sagen. Aber das grundlegende System, wie die Gesellschaft organisiert war, ist gleich wie bei uns heute. Der Kapitalismus war in Russland angekommen und hat in Wahrheit schon tiefe Wurzeln geschlagen. So, die transsibirische Eisenbahn hat immer entlegenere Winkel erschlossen. Es gab riesige Betriebe in den Städten bis in die sibirische Steppe hinein. Und kurz, es hat sich eine Arbeiterklasse gebildet. Aber ein bisschen anders als in Westeuropa, wo sich der Kapitalismus zuerst entwickelt hat. Dort gab es so, vor allem in England und Holland, in der Wiege des Kapitalismus, gab es so eine langsame, stetige Entwicklung, wo so kleine Werkstätten von Manufakturen abgelöst wurden und dann die großen Betriebe, quasi die Manufakturen, dann überwunden haben. Und Russland war in diesem Prozess voll hinten nach und konnte dadurch und musste dadurch auch viele dieser Zwischenstufen überspringen, was zu dieser paradoxen Situation geführt hat, dass eben der Großteil des Landes in extremer Rückständigkeit lebt, vor allem am Land, und es gleichzeitig hochmoderne Fabriken gibt, wo Zehntausende Arbeiter gearbeitet haben, die in kürzester Zeit aufgeploppt sind. Dass diese Arbeiterklasse also sehr schnell gewachsen ist und extrem jung war im Vergleich und unter extrem schlechten Bedingungen gelebt hat und darum ziemlich kämpferisch war.
und schneller als die Arbeiter im Westen zu revolutionären Schlussfolgerungen gekommen sind. In Russland gab es auch vor der Revolution ständig Streiks gegen die miserablen Bedingungen, gegen die schlechten Arbeitszeiten, gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und so. Aber es gab auch von Anfang an politische Kämpfe, also für demokratische Rechte, gegen den Zarismus und so. Und schon im Jahr 1905, 12 Jahre vor der Oktoberrevolution, ist eine Revolution ausgebrochen aus spontanem Massenunruhen, die aber schließlich besiegt wurde. Aber okay, dazu später noch. Aber auch nachdem diese Revolution von 1905 besiegt wurde und so Jahre der Reaktion gab, wo es kaum politisches Leben und so gab, haben sich die Arbeiter nicht unterkriegen lassen und schon bald sind diese Kämpfe wieder aufgeflammt. Gerade ab 1912 und vor allem im Jahr 1914 gab es riesige Wellen von Demonstrationen, von Streiks, teilweise sogar mit Barrikaden und so. Und nur der Ausbruch vom Ersten Weltkrieg hat diese Welle unterbrochen. Aber auch nur für ein paar Jahre. Der russische Revolutionär Leo Trotzki, der später im Oktober eine entscheidende Rolle gespielt hat, definiert das wichtigste Merkmal einer Revolution so, dass es das direkte Eingreifen der Massen in die Geschichte ist, dass die Massen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und im Februar 1917, nach ein paar Jahren Krieg, haben die Arbeiter in Russland, vor allem in Petrograd, das heutige St. Petersburg, genau das gemacht. Es gab dort im Dezember und Januar schon Streiks. Es hat sich so ein bisschen angestaut, aber am Weltfrauentag ist das Fass endgültig übergelaufen. Am 8. März oder nach dem alten Kalender damals am 23. Februar sind in Petrograd die Textilarbeiterinnen in den Streik getreten, so wie es davor schon viele Streiks gab. Aber dieses Mal war es anders. Sie haben nicht einfach nur gestreikt, sondern sie sind auch zu den anderen Betrieben hingegangen und haben verlangt, dass sie auch mitstreiken. Weil sie gemeint haben, diese einzelnen Streiks, die bringen es einfach nicht mehr. Und dann sind sie zu ihren Organisationen, zu den Gewerkschaften und so gegangen und haben verlangt, dass die einen Generalstreik organisieren. Und diese Dynamik ist innerhalb von 5 Tagen so massiv geworden, dass danach nichts, gar nichts mehr so war wie früher. Der Zar hat ein Regiment von Soldaten von der Front nach Petrograd verschickt, mit dem Auftrag, diese Bewegung niederzuschlagen, so wie sie es 1905 gemacht haben. Und die sind in Petrograd angekommen und haben beschlossen, dass diese Bewegung so krass ist und dass sie auch ihre Forderungen vertritt, ein Ende des Krieges und so, dass sie einfach beschlossen haben, mitzumachen. Dass sie angefangen haben, die Polizei zu vertreiben, alle, die treu zum Zarismus gestanden sind, zu entwaffnen und so weiter und so fort. Der Zar wollte selber in die Hauptstadt fahren, um quasi das Heft in die Hand zu nehmen. Und er ist nur ein paar Dutzend Kilometer weit gekommen, weil die Arbeiter bei der Eisenbahn sich geweigert haben, ihn zu transportieren und spontan in den Streik getreten sind. Und so ist innerhalb von kürzester Zeit dieser ganze alte Apparat, diese jahrhundertelange Herrschaft des Adels und des Zaren einfach zusammengebrochen. Der Zar musste abdanken und die Macht lag auf der Straße. Und der Trotzki sagt über diesen Aufstand, in seinem Buch Geschichte der russischen Revolution. Es ist ein bisschen ein Wälzer, aber es ist richtig geil zu lesen, also das solltet ihr danach alle machen. Eine Leitung der Massen von oben gab es fast nicht. Die Zeitungen schwiegen, denn es war Streik. Ohne sich umzuschauen, machten die Massen selbst ihre Geschichte. Auf jeden Fall solche Aufstände, wo das Regime einfach nicht mehr kann und zusammenbricht und nicht mehr weiß, wie weiter, das passiert öfter einmal. Gerade in der jüngsten Geschichte war das zum Beispiel im Sudan, vor ein paar Jahren in Sri Lanka letztes Jahr. Aber das eindrücklichste Beispiel für so einen Aufstand in der jüngeren Zeit war sicher Ägypten, wo während dem arabischen Frühling die Massen mehrere Regierungen gestürzt haben durch so spontane Aufstände. Aber es ist oft so, dass diese spontanen Aufstände irgendwie diese Krise auslösen, die Macht liegt auf der Straße, aber sie können diesen letzten Schritt nicht gehen. Und dieses Machtvakuum füllt dann zum Beispiel ein Militärdiktator oder so, so wie es in Ägypten der Fall war. Aber in Russland war dieser Aufstand ein bisschen mehr. Wie gesagt, es gab 1905 schon die Revolution, wo die Massen wichtige Erfahrungen gemacht haben. Die hat zum Beispiel nicht direkt mit dem Generalstreik begonnen, wie 1917 dann, sondern die hat damit begonnen, dass eine Prozession von Arbeitern dem Zaren eine Petition überreicht hat. Die haben sich versammelt unter der Leitung von einem Priester. Das mit so einer riesigen Ikone sind sie zum Zarenpalast marschiert. Und da steht drin, lieber Zar, wir versinken im Elend, wir können nicht mehr, wir brauchen den 8-Stunden-Tag, wir brauchen höhere Löhne. Wenn man in der Fabrik darüber redet, wird man verprügelt oder eingesperrt. Deine Bürokratie ist völlig korrupt, wir brauchen Freiheiten. Und so sinngemäß. Und der Zar hat darauf geantwortet, indem er diese Prozession niederschießen ließ. Und daraufhin ist die Revolution ausgebrochen.
Und auch die Revolution von 1905 lohnt sich zu studieren, aber leider keine Zeit. Aber die Lehren, die die Arbeiter daraus gezogen haben, ist, dass sie nur auf ihre eigene Kraft vertrauen können, indem sie nämlich Werkzeuge geschaffen haben für ihre direkte Vertretung, nämlich den Sowjet. Sowjet ist das russische Wort für Rat. Und die müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, sonst versteht man gar nichts. Also so Sowjets haben begonnen als einfache Streikkomitees, wo die Arbeiter in den Betrieben Vertreter gewählt haben, um den Streik zu organisieren, mit den anderen Betrieben zu koordinieren und so. Aber die haben sehr schnell einen viel weitreichenderen Charakter angenommen. Es hat so Zusammenfassungen gegeben. Es gab dann einen Sowjet für ganz Petrograd und so, einen Sowjet für Moskau und so weiter und so fort. Und diese Sowjets unterscheiden sich völlig von den bürgerlichen Parlamenten und dem, was im Kapitalismus unter Vertretung verstanden wird. Zuerst einmal waren es direkte Organe der Arbeiterklasse, die Sowjets sind in den Betrieben gewählt worden. Und sie waren noch nicht auf, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahre oder so ausgelegt, bis die bürgerlichen Parlamente sind, sondern es waren direkte Vertreter mit sofortiger Wähl- und Abwählbarkeit. Wenn so ein Delegierter zum Sowjet zurück in den Betrieb kommt, muss er sich vor seinen Kollegen verantworten, was er so getrieben hat dort, was er gesagt hat, wofür er gestimmt hat, wogegen er gestimmt hat. Und wenn den Kollegen, den Arbeitern im Betrieb nicht gepasst hat, was ihr Vertreter da macht, dann schickt man das nächste Mal halt jemand anders hin. So einfach war es. Und dieser Sowjet war also ein guter Gradmesser für die Stimmung unter den Massen, weil er so eine direkte Repräsentation der Stimmung der Arbeiterklasse war. Und nicht nur das, die Sowjets waren auch so eine vereinigende Organisation, die die ganzen Unterschiede, die in den verschiedenen Betrieben, in den verschiedenen Branchen, zwischen den Geschlechtern, der Herkunft, diese ganzen Spaltungsmechanismen überwunden hat. Im Sowjet ist einfach alles quasi zusammengekommen, was die Arbeiterklasse so ausgemacht hat. Und diese Erfahrungen, die die Massen mit den Sowjets gemacht haben, als beste Ausdrucksform ihres Willens, ist 1917 sofort wiedergekommen, auf einer noch viel höheren Ebene. 1905 hat es gedauert, ein bisschen, das hat sich so ausbreiten müssen. 1917 haben die Arbeiter sofort Sowjets gebildet und haben sofort angefangen, ja, diese Organe zu schaffen. Ja. Der Trotzki schreibt, wieder im gleichen Buch, es kommt alles aus dem Buch, glaube ich, die Arbeiter, Soldaten und bald auch die Bauern werden sich von nun an nur noch an den Sowjet wenden. Das war einfach ihr Ding und das war klar im Bewusstsein der Massen. Es gibt auch den berühmten Befehl Nummer 1, der allererste Beschluss, den der Sowjet gefasst hat, in dem drinsteht, dass auch die Soldatenräte wählen sollen und dass die Armee nur noch diejenigen Befehle ausführen soll, die nicht den Beschlüssen des Sowjets widersprechen. Dass die Waffen unter die Kontrolle dieser Soldaten-Sowjets gestellt werden sollen und nicht unter die Kontrolle der Offiziere. Und so eine Message gesetzt haben: Ohne unsere Erlaubnis dürft ihr nichts machen. Genau, und der Sowjet hat auch noch einen anderen Unterschied zu den Parlamenten. In den Parlamenten, so wie wir sie kennen, werden Gesetze gemacht, es wird gelabert und dann ist irgendwelche Resolutionen verabschiedet und dann ist alles schön und gut, dann muss das irgendeine Regierung umsetzen oder so. Aber der Sowjet war ein praktisches Instrument. Wenn was beschlossen wurde, dann wurde als nächstes diskutiert, wie kann man es direkt umsetzen, wer macht das? Und in vielen Bereichen hat der Sowjet 1917 auch angefangen, die Organisation des öffentlichen Lebens zu übernehmen, wenn sie zusammengebrochen ist. Also zum Beispiel die Lebensmittelversorgung organisiert, wichtige Bereiche kontrolliert und so. Das heißt, diese Sowjets sind schon die Keimform der Arbeitermacht. Man kann also sagen, dass die Massen von Russland nicht unbefleckt in diese Revolution von 1917 reingekommen sind, sondern dass die Erfahrungen von 1905 sie schon erzogen haben. Dass sie umso entschlossener gekämpft haben, weil sie schon Erfahrungen gemacht haben und deshalb innerhalb von so kurzer Zeit den Zarismus stürzen konnten. Das heißt, der Februaraufstand war zwar ohne Führung von oben, aber es gab in jedem Betrieb, auf jeder Ebene, gab es schon klassenbewusste Arbeiter, die diese Erfahrungen verinnerlicht haben und spontan, wie sich es halt ergeben hat, lokal an Ort und Stelle eine führende Rolle eingenommen haben, weil sie diese einfache Lehre von 1905 internalisiert haben. Wenn die Arbeiterklasse etwas will, dann darf sie nur sich selbst vertrauen. Genau. Und diese Arbeiter gab es überall. Wenige, aber sie waren da. Zum Beispiel in den Putilow-Werken, wo 26.000 Arbeiter gelebt haben, gab es 150 Bolschewiki, die die praktische Leitung dieses Aufstands übernommen haben. Und so haben die Arbeiter auch den 8-Stunden-Tag in vielen Betrieben einfach von unten durchgesetzt, ohne darauf zu warten, dass irgendwie ein Befehl von oben kommt oder so. Und tatsächlich haben sie auch oft gegen ihre Führer im Sowjet ein bisschen diese Revolution durchgesetzt. Aber dazu auch noch später. Genau. Also die Reformisten, die Sozialdemokraten, die Stalinisten und so, die Bürokraten, die stellen Führung und Basis immer so entgegen,
als zwei sich ausschließende Dinge, weil aus ihrer Sicht ist es so, oder? Aus der Sicht der Reformisten gibt es halt die Führer, die haben das Heft in der Hand und die Massen sind so die Verschubmasse, so das Druckmittel quasi. Aber eine eigenständige Rolle für die Massen gibt es für die nicht. Und für uns ist es genau umgekehrt. Wir sagen, Führung gibt es auf allen Ebenen und muss es auf allen Ebenen geben, weil das der einzige Weg ist, dass die Arbeiterklasse gewinnen kann. So eine Zentrale quasi, eine Partei kann immer das Richtige sagen, aber sie ist nichts wert, wenn sie keine Verankerung in der Arbeiterklasse hat, wenn sie sich nicht auf diese klassenbewussten Arbeiter stützen kann, die die Parteilinie in der Praxis umsetzen können. Aber umgekehrt ist es genauso, dass selbst die radikalste Massenbewegung an ein Limit gerät, wenn sie keine Organisation hat, die ihren Willen verkörpert und die das praktisch umsetzen kann. Und die Februarrevolution ist das beste Beispiel dafür. Es gab nämlich nicht nur den Sowjet, sondern die Bürgerlichen, die Kapitalisten haben gleichzeitig ihre eigene Regierung gebildet. Es gab da die Duma, so ein Parlament, aber in einem sehr weiten Sinn. Es war extrem undemokratisch zusammengesetzt. Da gab es so Kurien, sowas wie Kasten. Es gab eine Bauernkurie, eine Arbeiterkurie, eine Grundbesitzerkurie und so, die alle ein gleiches Stimmrecht hatten und in diesem System eine Stimme von einem Großgrundbesitzer oder von einem Industriellen irgendwie gleich viel gezählt hat wie die Stimmen von 10 oder von 100.000 Arbeitern oder Bauern. Also ein extrem elitäres Parlament. Und aus dieser Duma, die es davor schon gab, hat sich so eine provisorische Regierung gebildet aus kapitalistischen Ministern, die formell die Macht übernommen hat. Und konkret hat es dann ausgeschaut, dass es im selben Gebäude, im Taurischen Palais, zwei Mächte gab. Auf der linken Seite gab es den Sowjet und auf der rechten Seite gab es die provisorische Regierung. Und es ist so eine Doppelmachtsituation entstanden. Genau, der Trotzki, die Hälfte vom Referat ist einfach nur Trotzki vorlesen. Vom Moment seiner Entstehung an beginnt der Sowjet als Regierungsmacht zu handeln. Er wählt eine provisorische Ernährungskommission und überträgt ihr die Sorge um die Aufständischen und um die Garnison. Er stellt an seine Stelle einen provisorischen revolutionären Stab, alles heißt in diesen Tagen provisorisch, um die Finanzmittel den Beamten zu entziehen, beschließt der Sowjet, Reichsbank, Reichsschatzamt und so weiter, sofort durch revolutionäre Wachen zu besetzen. Die Aufgaben und die Funktionen des Sowjets wachsen unter dem Druck der Massen ununterbrochen. Die Revolution bekommt ihr unbestreitbares Zentrum. Genau. Aber es gab trotzdem einen Widerspruch zwischen den Massen, die diesen Druck von unten organisiert haben, und ihrer Führung in den Sowjets. Und das meine ich mit, die Arbeiterklasse braucht ein Werkzeug, eine Organisation. Denn das Werkzeug, das die Arbeiterklasse 1917 vorgefunden haben und dem sie ihr Vertrauen gegeben haben, waren die sogenannten Menschewiki und die Sozialrevolutionäre. Ich kann auch nicht genau darauf eingehen, aber grob kann man sagen, die Menschewiki und Sozialrevolutionäre haben einen reformistischen Ansatz vertreten, Unterordnung unter die Bürgerlichen, die sollen mal die Macht übernehmen, wir drängen sie quasi nach vor. Und die Bolschewiki waren die revolutionäre Partei. Kurz gesagt. Und die Arbeiter haben ihr Vertrauen in diese beiden Parteien gelegt, weil es eigentlich, kann man sagen, nicht viel anderes gab. Also zur Erinnerung, Russland war mitten im Krieg. Die Führer der Bolschewiki sind nach dem Kriegsausbruch alle sofort verhaftet worden, weil sie sich geweigert haben, in diesen patriotischen Kriegstaumel einzufallen. Die Menschewiki haben bei diesem patriotischen Kriegstaumel mitgemacht, haben ihre Position irgendwie behalten, hatten auch Duma-Abgeordnete. Die wichtigsten Führer der Linken waren im Ausland, im Exil oder in der Verbannung. Und es ist eine Sache, wer kämpft. Also kämpfen tun die entschlossensten Arbeiter, die am weitesten sehen können, die radikalsten Schlüsse ziehen. Aber hinter diesen Vorkämpfern steckt irgendwie die breite Masse, die ihre Schlussfolgerungen langsamer zieht und die erst ihre eigenen Erfahrungen machen muss. Der Trotzki wieder, die Arbeiter wählten Sozialisten, das heißt solche, die nicht nur gegen die Monarchie, sondern auch gegen die Bourgeoisie waren. Sie machten dabei fast keinen Unterschied zwischen den drei sozialistischen Parteien. Da aber die Menschewiki und die sozialen Revolutionäre über unvergleichlich größere intellektuellen Kader verfügten und eine riesige Reserve von Agitatoren stellten, ergaben die Wahlen sogar in den Fabriken und Betrieben ein großes Übergewicht der Menschewiki und Sozialrevolutionäre. Das heißt, weil das Proletariat noch nicht organisiert genug war, weil diese Bewegung halt immer noch so einen hart spontanen Charakter hatte, haben sie die Macht in die Hände der Reformisten gelegt, als diejenigen, die halt am präsentesten waren im öffentlichen Leben und so. Und es gibt nur einen Grund, warum diese provisorische Regierung sich mehr als einen Tag an der Macht halten konnten, weil eben diese Menschewiki und diese Sozialrevolutionäre
ihre ganze Kraft darauf gelegt haben, diese Regierung zu stützen und später auch selber Teil dieser Regierung geworden sind. Also diese Strategie, diese Unterordnung unter die Bürgerlichen in der Praxis irgendwie umgesetzt haben. Das ist das Paradox von der Februarrevolution. Die Arbeiter haben die Macht erobert, aber ihre Führer haben sie der Bourgeoisie gegeben. Daher diese Doppelmachtsituation. Genau. Die Führer, die Bolschewiki vor Ort hatten, zum Beispiel ein gewisser Stalin, die haben sich am Anfang dieser Position auch untergeordnet. Die waren überrumpelt von diesen extrem schnellen, Entwicklungen und wussten auch nicht so recht, was sie tun sollen. Und damit war erst Schluss, als der Lenin angekommen ist, im April. Also der war in der Schweiz im Exil, konnte nicht gleich hinfahren, weil Krieg und Grenzen zu und so. Aber dem seine Position direkt nach Ausbruch des Krieges in einem Telegramm Richtung Russland war: Unsere Taktik, vollständiges Misstrauen, keine Unterstützung der neuen Regierung, Bewaffnung des Proletariats, einzige Garantie. Besonderes Misstrauen in Kerensky. Kerensky war so der einzige von diesen alten, von diesen reformistischen Arbeiterorganisationen, der von Anfang an in dieser provisorischen Regierung war. Aber später werden immer mehr Minister von den Menschewiki und so kommen. Und in Russland selber, wo er dann im April angekommen ist, hat er ein ganzes Programm im Gepäck gehabt, die sogenannten April-Thesen, die in diese Situation eingeschlagen sind wie eine Bombe. Ich kann auch nicht genau darauf eingehen, aber kurz zusammengefasst war der Inhalt der berühmte Slogan von den Bolschewiki: Brot, Land und Frieden. Und also Forderungen, die aus der Bewegung selber kommen, das einfach die unmittelbarsten Notwendigkeiten der Bewegung waren. Das war das, was jeder einfach brauchte. Und das ist nichts, was er sich aus dem Ärmel geschüttelt hat, besonders clever oder so, sondern das war einfach, das lag auf der Hand, das war das, was die Massen gebraucht hat. Aber was der Lenin dazu gesagt hat, war: Es ist unmöglich, diese Forderungen, Brot für die armen Massen, Land für die Bauern und Frieden für die Unterdrückten, durchzusetzen, sehr elementare Forderungen, wenn die bürgerliche Regierung an der Macht bleibt. Dass diese Regierung gestürzt werden muss und die Arbeiterklasse die Macht übernehmen muss. Und der Slogan dafür war: Alle Macht den Sowjets. Und mit diesem Programm waren die Bolschewiki zu dieser Zeit in der Minderheit. Wie gesagt, die große Masse hatte noch das Vertrauen in die Menschewiki, in die Sozialrevolutionäre, teilweise noch in die provisorische Regierung. Aber zurück zum Programm. Also es war klar, dass mit diesem Programm noch nicht die Mehrheit gewonnen war. Und das hat der Lenin gewusst, das ist auch ein Teil von diesen April-Thesen. Wir sind in der Minderheit. Unsere Aufgabe ist es zu erklären, an jeder Stelle zu erklären, dass ohne die Machtübernahme diese grundlegenden Forderungen nicht erkämpft werden können. Und die Führer der Sowjets aufzufordern, diesen Kampf zu führen. Ihr wollt Frieden, ihr redet die ganze Zeit vom Frieden, dann nehmt die Macht, dann haben wir unseren Frieden. Und wenn ihr nicht wollt, naja, vielleicht machen wir das dann später. So kurz zusammengefasst. Und dieses Programm war nicht nur in der breiten Arbeiterklasse in der Minderheit. Tatsächlich hat der Lenin in seiner eigenen Partei, in der Führungsriege der Bolschewiki, einen Kampf für dieses Programm führen müssen. So, diese Bolschewiki, die auf Versöhnungskurs waren, diese örtlichen Führer, also Stalin und so, Kamenev, die waren so: Hey, der Lenin ist im Ausland völlig verrückt geworden. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie die Stimmung der Arbeiter ist. Was macht Übernahme? Das geht gar nicht. Aber tatsächlich hat der Lenin nur das strategische Ziel formuliert und irgendwie klargestellt, was es sich aus dieser Situation ergibt. Entweder man kämpft für die Macht oder man ordnet sich unter. Und wenn man sich unterordnet, muss man Politik gegen die Arbeiterklasse machen und dann wird man sich diskreditieren. Das war so die Losung. Und im Juni gab es einen gesamtrussischen Sowjetkongress, wo diese ganzen örtlichen Sowjetvertreter nach Petrograd geschickt haben, um einen großen Kongress zu machen. Dort waren die Kräfteverhältnisse ungefähr so: Es gab so 800 Delegierte circa und davon waren so um die 300 Sozialrevolutionäre, 250 Menschewiki und 100 Bolschewiki. Also die Bolschewiki waren in der Minderheit. Und die Diskussion auf diesem Sowjetkongress hat sich voll um diese brennenden Fragen gedreht, vor allem um die Frage der provisorischen Regierung und wie man den Krieg beenden kann. Und die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre haben in der Praxis bewiesen, auf welcher Seite sie stehen. Sie haben gegen die Beendigung des Krieges gestimmt. Sie haben sogar für die Aufnahme von einer Kriegsanleihe, also für die Finanzierung des Krieges, gestimmt. Sie haben sie Friedensanleihe genannt. Sie haben sogar gegen den 8-Stunden-Tag gestimmt, der von unten schon quasi durchgesetzt war, weil sie sich eben den Bürgerlichen untergeordnet haben. Der Lenin hat auf diesem Kongress folgendermaßen interveniert, hat eben erklärt, dass der Sowjet und diese Regierung nicht nebeneinander bestehen können. Sie vertreten unterschiedliche Klassen, die unterschiedliche Interessen haben. Es kann hier keinen Ausgleich geben. Die Arbeiter wollen Frieden,
Die Kapitalisten sind im Krieg auf der Jagd nach Profiten. Entweder der Sowjet oder die provisorische Regierung. Beides geht nicht. Die Reformisten haben den Lenin ausgelacht, haben das voll verhöhnt, haben so gesagt, es gibt doch nicht ernsthaft eine politische Partei in Russland, die ernsthaft die Position vertritt, dass der Sowjet die Macht übernehmen soll. Und der Lenin hat geantwortet, doch, so eine Partei gibt's. Dann ist er ausgelacht worden und hat gesagt, Sie können so viel lachen, wie Sie wollen. Vertrauen Sie uns, wir geben Ihnen unser Programm. Unsere Konferenz im April gab sich dieses Programm. Leider wird es nicht berücksichtigt und nicht von Ihnen angenommen. Anscheinend ist es erforderlich herauszufinden, wie populär dieses Programm ist. Also das ist so die Politik der Bolschewiki in a nutshell. Die Führer auffordern, die Macht zu übernehmen, dazu zu sagen, wenn ihr es nicht macht, dann würden wir es machen. Und dass nur so die grundlegenden Probleme gelöst werden können. Dieses Konzept nennt man Einheitsfront. Also sondern die Reformisten dazu auffordern zu kämpfen, damit sie in der Praxis beweisen, dass sie nicht kämpfen wollen und so die Arbeiterklasse für ein revolutionäres Programm gewinnen. In den April-Thesen steht so drin, solange wir in der Minderheit sind, besteht unsere Arbeit in der Kritik und Klarstellung der Fehler, wobei wir gleichzeitig die Notwendigkeit des Übergangs der gesamten Staatsmacht an die Sowjets propagieren, damit die Massen sich durch die Erfahrung von ihren Irrtümern befreien. Oder noch kürzer zusammengefasst, geduldig erklären. Aber wie gesagt, der Lenin musste zuerst in seiner eigenen Partei einen Kampf um dieses Programm führen, weil die alten Führer der Bolschewiki mehr als zögerlich waren. Aber während die Führung an der Spitze sich uneinig war und wie gesagt gemeint hat, der Lenin ist völlig out of touch, waren die April-Thesen ein richtiger Befreiungsschlag für diejenige Schicht von Parteikadern, die aus den Betrieben, aus den örtlichen Parteiorganisationen gekommen sind und so, die viel näher dran waren an der richtigen Stimmung der Massen. Eben diese Schicht, von der ich gesprochen habe, die in der Februarrevolution am entschlossensten gekämpft hat und dort irgendwie spontan diese Führung übernommen hat. Und diese Schicht war voll für dieses Programm, weil sie eben die Erfahrungen der letzten beiden Revolutionen von 1905 und von der Februarrevolution gezogen haben und quasi nur noch danach gesucht haben, dass es jemand so klar ausspricht. Das war die Schicht, auf die sich der Lenin gestützt hat. Und das ist der Grund, wieso die Bolschewiki an der Spitze zwar extrem gestritten haben, aber der Lenin innerhalb von extrem kurzer Zeit mit einer Reihe von Artikeln, Broschüren und so Versammlungen mit eben diesen Parteigenossen sich auf der April-Konferenz Ende April schon durchsetzen konnte und dieses Programm das Programm der Bolschewiki geworden ist. Und das ist eine der zentralen Lehren der Oktoberrevolution. Diese April-Thesen, beziehungsweise das Programm, das sich aus diesen April-Thesen entwickelt hat, es ist schon ein bisschen detaillierter als Brot, Land und Frieden und so, aber ihr lest es einfach selber nach, waren der Schlüssel dafür, dass die Bolschewiki später die Massen für sich gewinnen konnten. So der Lenin, keine Ahnung, er ist ein Genius, der den Marxismus am meisten verinnerlicht hat in Russland, am weitesten gesehen hat, am weitesten gedacht hat, die Situation am besten gecheckt hat. Und es ist kein Zufall, dass er hier so eine Schlüsselrolle gespielt hat. Aber der einzige Grund, warum dieser Prozess, dieser Kampf um dieses Programm innerhalb der Bolschewiki so schmerzlos und so schnell gehen hat können, war, weil die Bolschewiki sich darauf vorbereitet haben, weil sie ihre Organisation aufgebaut haben, Kader ausgebildet haben, die besten Arbeiter, die besten Genossen in ihrer Partei gesammelt haben, weil sie schon davor eine Verankerung in der Arbeiterklasse hatten, die auf Tuchfühlung mit dem restlichen Proletariat war. Wäre das nicht gegeben gewesen, dann hätten 10 Lenins wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Sie hätten recht gehabt trotzdem, aber sie hätten keinen Hebel gemacht, das irgendwie zu einem Massenprogramm zu machen. Dann hätte dieser Klärungsprozess in der Partei viel länger gedauert, mit viel mehr Zickzacks und viel mehr Umwegen und so. Und die revolutionäre Situation wäre wahrscheinlich verpasst worden, so wie es eben später in Deutschland und Bulgarien war. Die Bolschewiki waren im Februar nur ein paar Tausend, man sagt so 6.000. Aber es waren die richtigen 6.000, kann man sagen, die im entscheidenden Moment eben die richtige Position angenommen haben und die sich auch sofort bestätigt hat. Es gab noch im April, während der Diskussion um die April-Thesen, eine Regierungskrise, weil so eine diplomatische Note geleakt worden ist, also so ein Brief quasi an die Engländer und Franzosen, wo die provisorische Regierung versichert hat, dass sie sich auf Russland verlassen können im Krieg, dass die Russen sicher keinen Frieden schließen werden und so weiter und so fort. Es ist geleakt worden und die Massen haben darauf reagiert, indem sie eine bewaffnete Demonstration organisiert haben, massenhaft, wo es Schießereien auf den Straßen gab und eben eine tiefe Regierungskrise ausgelöst hat. Die Bürgerlichen haben sich nicht mehr getraut, so direkt zu regieren und mussten zum ersten Mal diese reformistischen Sowjetführer voll mit ins Boot holen. Also davor waren sie quasi passiv unterstützt vom Sowjet. Jetzt sind die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre direkt in diese provisorische Regierung eingetreten, dieses Angebot sehr willig angenommen haben, die Verantwortung zu übernehmen. Dieser Kerenski ist dann Kriegsminister zum Beispiel geworden.
Heinz Kobelev ist Arbeitsminister geworden, also quasi die für die bürgerlichen unangenehmsten Ministerien haben die Reformisten übernommen. Das heißt, die Realität hat diese Prognosen der Aprilthesen extrem schnell bestätigt. Und diese Aprilkrise war quasi der erste große Push, den die Bolschewiki im Zuge dieser Krise bekommen haben. Einer von den Führern der Menschewiki beschreibt es so, dass Anfang Mai, nachdem diese Krise irgendwie fürs Erste vorbei war, stand ein Drittel des Petrograder Proletariats hinter den Bolschewiki. Keinesfalls weniger und außerdem das aktivste Drittel. Genau, im Vergleich dazu, wie die Revolution ausgebrochen ist, waren sie eine verschwindend kleine Minderheit. Und in der Folge gab es immer wieder solche Krisen. Und die Bolschewiki haben durch diese Krisen immer wieder an Boden gewonnen, weil sich eben an jeder Stelle gezeigt hat, dass die Reformisten keine Politik für die Massen machen. Zum Beispiel dieser Sowjetkongress von Juni wieder, der hat eine Demonstration der Bolschewiki verboten und stattdessen eine eigene Demonstration angesetzt, so eine Machtbekundung des Sowjets quasi. Die Bolschewiki dürfen keine Großdemonstration machen, der Sowjet soll das machen. Und die Idee war, dass das quasi so eine Support-Demonstration für die provisorische Regierung wird. Aber diese Demonstration ist dann aufmarschiert und auf allen Bannern in dieser Demonstration sind die bolschewistischen Slogans gestanden. Brot, Land und Frieden und alle Macht den Sowjets. Und so geht irgendwie dieser Prozess seinen Lauf, dass diese reformistischen Führer in den Sowjets immer mehr durch Bolschewiki ersetzt werden, weil es eben diesen ständigen Aussiebungsprozess gibt durch diese direkte Vertretung. Im Sommer hat der Kerensky, also dieser Kriegsminister, dann eine neue Offensive an der Front gestartet, weil auch er sich eben dieser Logik untergeordnet hat. Wir supporten die Bürgerlichen, die Bürgerlichen supporten den Krieg und hat eine Offensive gestartet, die zuerst kurz Erfolg hatte, aber ziemlich schnell im Desaster geendet ist, in Niederlagen, in tausenden Toten und so, was die nächste Regierungskrise ausgelöst hat, wo wieder eine Welle von bürgerlichen Ministern zurückgetreten ist und wieder die Reformisten die Verantwortung übernommen haben, diese leeren Posten zu füllen. Und so irgendwie dieses schwindende Vertrauen in die provisorische Regierung so kurzfristig ein bisschen zu stabilisieren, indem sie sagen konnten, ja, unsere Sowjetvertreter sind in der Regierung, sie können es besser machen und so, war halt nicht der Fall. Die Reaktion der Arbeiter auf diese Niederlage in dieser Offensive war wieder eine bewaffnete Demonstration, aber diesmal die größte bis jetzt, am 16. und am 17. Juli. Und diese Demonstration davor waren diese Demonstrationen mehr so Machtdemonstrationen. Diese Demo im Juli war eigentlich schon fast ein Aufstand. Es war der Versuch der Massen, ihre Führung dazu zu zwingen, die Macht zu übernehmen. Und zwar teilweise auch gegen die Bolschewiki, die irgendwie gesehen haben, wenn jetzt ein bewaffneter Kampf um den Aufstand jetzt, wäre voll das Abenteuer. Weil in Petrograd können wir wahrscheinlich gewinnen, aber im Rest des Landes gab es noch diese Illusionen in die Reformisten. Und dieses geduldig Erklären war noch nicht abgeschlossen. So von wegen, die Bolschewiki waren so ein verschwörerischer Zirkel, der irgendwie sneaky hintenrum die Macht übernommen hat oder so. Die Bolschewiki haben im Juli argumentiert, es ist zu früh, die Macht zu übernehmen, weil wir die Mehrheit noch nicht gewonnen haben. Aber die Arbeiter haben es trotzdem gemacht, sie haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Da gibt es so Szenen, die irgendwie voll sinnbildlich sind, wie sie sich vor dem Sowjet versammeln mit ihren Gewehren. Die Sowjetführer kommen raus und ein aufgebrachter Soldat irgendwie einen Führer der Sozialrevolutionäre so anschreit und sagt, nimm doch die Macht, du Huhn, wenn man sie dir schon gibt. Ja, wie gesagt, aber ja. Es war noch zu früh. Und die Reaktion auf diese Juli-Tage, das ist dann später Juli-Tage genannt worden, war, dass die Reaktion zum ersten Mal eine Offensive gemacht hat. Also die Bürgerlichen haben auf die vorherigen Krisen und Bewegungen haben sie immer zurückhaltend reagiert. Aber dieses Mal haben sie beschlossen, dass sie hart gegen diese Bewegung vorgehen müssen und haben so dieses Momentum genutzt. So haben sie argumentiert, schaut euch die Bolschewiki, also die haben ja gesagt, das haben die Bolschewiki organisiert, die wollten da sich an die Macht putschen und so. Und so die Repression gegen die Bolschewiki gestartet, ihre Führung verhaftet hat, ihre Presse zerschlagen hat, ihre Zeitungen verboten hat, so eine regelrechte Hetzjagd organisiert hat, wo es auf offener Straße auch so Lynchmorde gegen Arbeiterführer gab und so. Und die Bolschewiki für das Scheitern der Offensive verantwortlich gemacht. So schaut euch diese Troublemaker an, wenn die nicht im Inneren so eine Unruhe zu verantworten hätten, dann hätten wir Erfolge an der Front und so. Der Lenin ist nach Finnland abgehaut und das Ergebnis von diesen Julitagen war, dass die Bolschewiki ein bisschen kopflos dagestanden sind. Also eine Zeit lang konnte keine bolschewistische Zeitung rausgeben und so. Und oberflächlich hat es so ausgeschaut, als wäre das so ein schwerer Schlag für die Revolution.
und eine wochenlange Passivisierung oder so. Aber tatsächlich hat auch diese Episode nur dazu geführt, dass die Bolschewiki mehr Vertrauen gewonnen haben, weil die reformistischen Führer diese Vorgehensweise voll begrüßt haben, oder? Für die waren die Bolschewiki auch ein Dorn im Auge, die dieser Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen voll im Weg stehen und haben bei dieser Hetzjagd fröhlich mitgemacht und wurden nicht belangt vom Staatsapparat und so. Und ja, aber es war irgendwie zu spät für, also es war nicht genug, um den Bolschewismus irgendwie abzudrehen. Und der Trotzki wieder sagt so: Wie konnten nun bei einem derart schwachen Apparat und so geringer Presseauflage die Ideen und Losungen des Bolschewismus vom Volke Besitz ergreifen? Die Erklärung ist sehr einfach. Losungen, die dem akuten Bedürfnis der Klasse und Epoche entsprechen, schaffen sich tausende Kanäle. Die glühende revolutionäre Atmosphäre ist ein vorzüglicher Ideenleiter. Bolschewistische Zeitungen wurden laut vorgelesen, bis auf Fetzen zerlesen, die wichtigsten Artikel auswendig gelernt, wiedererzählt, abgeschrieben und womöglich nachgedruckt. Das heißt, dieser Virus des Bolschewismus war durch diese richtige Positionierung über Monate hinweg, vom April bis in den Juli, irgendwie nicht mehr aufzuhalten durch eine Verhaftungswelle oder so. Dafür hätte es ein bisschen mehr gebraucht. Dafür hätte man den Sowjet und die Arbeiter irgendwie nachhaltig entmachten müssen. Und das war dann auch die Strategie, die die Bürgerlichen zunehmend angenommen haben. Und zwar, indem sie darauf geschielt haben, einen Militärputsch zu organisieren. Und so ihre Fühler ausgestreckt haben, wer denn ein guter General sein könnte, um in Petrograd einzumarschieren und diesen Treiben des Sowjets ein Ende zu machen. Also sie haben einen Kandidaten gefunden, den General Kornilov, der in der Folge versucht hat, so einen Militärputsch zu organisieren und der letztendlich gescheitert ist, weil die Massen entschlossenen Widerstand geleistet haben und weil die Bolschewiki in diesem Kampf irgendwie die entschlossensten Kämpfer hatten. Wie gesagt, keine Ahnung. Während die provisorische Regierung war irgendwie passiv. Die haben das hingenommen, dass, also nicht wirklich, sie fanden es schon nicht gut, dass sie da im Inbegriff werden, entmachtet zu werden oder so. Aber sie wussten auch nicht, wie sie entschlossen Widerstand leisten können, ohne sich auf die Arbeiter zu stützen, weil das ist irgendwie auch blöd. Die reformistischen Führer haben sich gegen diesen Militärputsch ausgesprochen. Das ist übrigens alles offen vorbereitet worden oder so. Das lag einfach in der Luft. Haben sich natürlich gegen diese Pläne ausgesprochen, aber wollten auch nicht die Arbeiterklasse mobilisieren. Und die Bolschewiki haben es halt gemacht. Die haben in den Betrieben vor Ort angefangen, Waffen zu organisieren, haben Pläne für die Verteidigung von Petrograd irgendwie argumentiert, haben agitiert unter den Eisenbahnarbeitern zum Beispiel, die dann den Streiks zum Beispiel verhindert haben, dass diese Armee vom Kornilov vorrücken kann. Und haben selber in den Truppen von Kornilov irgendwie Propaganda gemacht, dass sie irgendwie nur, wenn sie den Kornilov supporten, dann supporten sie nur den Krieg und werden nie Frieden haben und so. Und dieser Militärputsch, dieser Versuchte, ist quasi in sich zusammengefallen. Und die Bolschewiki haben wieder ein extremes Prestige aus dieser ganzen Aktion gewonnen, weil sie die Führer aufgefordert haben zu kämpfen. Die haben es nicht gemacht, dann haben es die Bolschewiki gemacht und so irgendwie die Mehrheit in den Sowjets gewonnen. Das ist die Zeit, wo die Bolschewiki endgültig die Mehrheit in den Sowjets gewonnen haben, wo fast jeder Sowjet mehrheitlich bolschewistisch geworden ist. Das drückt sich auch dadurch aus, dass im September der Trotzki dann der Vorsitzende vom Petrograder Sowjet geworden ist und so. Ja, und ja, die Bolschewiki halt mit diesem geduldigen Erklären, diesem Auffordern zum Kampf und es dann selber zu tun, die Arbeiterklasse gewinnen konnten, die überwältigende Mehrheit. Und dieses geduldige Erklären irgendwie Früchte getragen hat sozusagen. Aber tatsächlich reicht es nicht aus, nur die Mehrheit zu gewinnen. Das ist 9/10 der Arbeit. Aber das letzte Zehntel ist entscheidend. Mit dieser Mehrheit muss man auch was machen, mit diesem neuen Kräfteverhältnis. Und es braucht quasi den letzten Funken, dieses neue Kräfteverhältnis auch zu realisieren. Und zwar das, was die Bolschewiki von Anfang an argumentiert haben, die Umsetzung der Machtübernahme, einen neuen Aufstand. Und die Bolschewiki organisieren dann diesen Aufstand. Der findet statt im Oktober, fällt zusammen mit dem zweiten Sowjetkongress, wo die Bolschewiki diesmal die überwältigende Mehrheit hatten. Arbeiter, die Roten Garden, so diese Arbeitereinheiten, die bewaffnet waren, und Soldaten haben die zentralen Knotenpunkte besetzt, die Banken haben die provisorische Regierung verhaftet. Das war es eigentlich schon. Also die Februarrevolution war recht blutig. Es waren tagelange Kämpfe, sind ein paar tausend Leute gestorben. Von der Oktoberrevolution sagt man, dass bei den Dreharbeiten für den Film über die Oktoberrevolution mehr Leute gestorben sind als bei der Oktoberrevolution selber, eben weil diese Vorbereitungsarbeit so gründlich geleistet worden ist. Und dieser Aufstand
sehr schnell durchgeführt worden. Am Abend beschließt dann der Sowjetkongress, die Macht liegt jetzt bei uns, bildet eine Regierung, erlässt die ersten Beschlüsse, erlässt ein Dekret über den Frieden, erklärt irgendwie die Einstellung der Kampfhandlungen, die Soldaten an der Front sollen sich verbrüdern, ein Angebot an alle kriegsführenden Völker, nicht an alle kriegsführenden Regierungen, dass die Bolschewiki für Frieden stehen, das Dekret über das Land, wo den Bauern das Land gegeben wurde, die Arbeiterkontrolle ist eingeführt worden und in den nächsten Wochen und Monaten lauter so Maßnahmen wie die Trennung von Kirche und Staat, die rechtliche Gleichstellung der Frau, Rechte für die unterdrückten Völker von Russland und so weiter und so fort. All das, wofür man davor irgendwie ewig lang streiten musste, ist jetzt, nachdem die Arbeiterklasse die Macht übernommen hat, eine Sache von wenigen Wochen und Monaten gewesen. Und das war die Oktoberrevolution. Das ist so das Event, das wir als Oktoberrevolution kennen. Und das war eben nur möglich, weil es eben diese Partei gab, die zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Politik gemacht hatte und die nur dadurch entstehen konnte, dass über Jahre und Jahrzehnte eigentlich fast die aufgebaut wurde und im Klassenkampf geschmiedet wurde. Wenn es die Bolschewiki und ihre wichtigsten Führer, vor allem Lenin und Trotzki, nicht gegeben hätte, dann wette ich mich zu behaupten, dass wir heute nicht von der Oktoberrevolution sprechen würden, sondern von der heldenhaften, aber leider gescheiterten russischen Revolution, so wie wir von der heldenhaften, aber leider gescheiterten deutschen Revolution sprechen müssen, so wie wir von den heldenhaften Arbeitern in Österreich sprechen müssen, die im Februar 1934 niedergemetzelt worden sind, so wie wir von hunderten gescheiterten Revolutionen sprechen müssen. In allen diesen Fällen hätten ein paar tausend Bolschewiki, ein paar tausend organisierte Bolschewiki den entscheidenden Unterschied gemacht. Das sind die Lehren des Oktober.